Ja, dann möchte ich beginnen. Ja, meinen Vortrag lautet schnelle PHP-Web-Applikationen mit Booster 3. Ja, was ist überhaupt dieses PHP Booster? Es ist ein PHP-Framework. Begonnen hat dieses Framework vor 15 Jahren schon, als ich begonnen habe, PHP-Web-Applikationen zu programmieren, quasi als lose Sammlung von Funktionen und Klassen, die ich halt immer wieder benutzt habe. Und ja, das habe ich dann halt immer mehr zu quasi einem Guss zusammen gegossen, ist daraus ein Framework gewesen. Derzeit ist die Version 3.0 aktuell, die aber noch Beta-Version ist. Ja, das Ganze ist objektorientiert aufgebaut. Man braucht es jetzt aber nicht schrecken, wenn man jetzt über die objektorientierte Programmierung, von der nichts versteht. Es ist nicht so kompliziert, wie man sich das vorstellt. Und es ist modular aufgebaut. Also es ist quasi alles, was da drin ist, ein Modul. Und es ist relativ einfach, zusätzliche Module zu erweitern. Ja, welche Ziele hat das Framework? Einmal die einfache Installation und dann natürlich die schnelle Erstellung von Web-Applikationen. Also es ist eine Benutzerverwaltung, die gleich von vornherein dabei ist. Dann die Standard-Datenbank-Operationen, wie das Einfügen, Bearbeiten und Löschen von Datenbank-Records, sind schon quasi vorprogrammiert. Ja, und es gibt auch für die Benutzer dann eine feingranulare Rechteverwaltung, die man benutzen kann, indem man einfach einzelne Rechte bestimmten Benutzern geben kann. Ja, wie wird programmiert? Man leitet einmal eine Klasse von einer vordefinierten Klasse ab. Das klingt jetzt wieder vielleicht schwierig für Leute, die noch nichts mit objektorientierter Programmierung zu tun hatten. Wir werden sehen, es ist aber nicht so schlimm. Ja, und die Programmsteuerung passiert, indem einfach Klassenvariablen gesetzt werden, die eben dann das Verhalten des Programmes ändern, dass sogenannte Hook-Functions geschrieben werden. Was ist eine Hook-Functions? Das sind Funktionen, die automatisch aufgerufen werden, unmittelbar bevor oder dann nach irgendeiner Aktion, zum Beispiel unmittelbar vor dem Einfügen eines Rekords in die Datenbank oder unmittelbar nach dem Löschen eines Rekords oder also unmittelbar vor dem Anzeigen des Bearbeiten-Formulars. Ja. Aber es gibt natürlich, kann natürlich nicht nur diese Funktionen machen, einfügen, löschen und ändern von Datensätzen, sondern auch eigene Funktionalität hineinprogrammieren, indem man eigene Action-Function schreibt. Ja, die Ausgabe wird über Templates gesteuert. Im Prinzip sind das HTML-Dateien, in denen Variablen oder halt Marker drin sind, die dann vom Programmcode durch Inhalte ersetzt werden. Ja, was gibt es für die Benutzerverwaltung zu sagen? Es gibt zwei Benutzerebenen. Es gibt Administratoren und normale Benutzer, die unabhängig voneinander verwaltet werden. Man kann Rechte und Rollen an die Benutzer zuweisen. Und es gibt auch eine automatische Benutzerregistrierung. Also dass, wenn ich das in der Konfiguration aktiviere, können sich Benutzer selber einen Account registrieren. Ja. Es soll möglichst viel automatisch gehen, um schnell programmieren zu können. Damit auch möglichst viel automatisch geht, sollten wir ein paar Coding-Standards oder Datenbank-Standards hier einhalten, zum Beispiel ein ID-Feld erstellen, das man als Primärschlüssel und als Auto-Increment definiert. Dazu die Info, derzeit wird MySQL nur unterstützt von der 3er-Version, und demnächst soll für PostgreSQL und für MS-SQL dann auch noch ein entsprechendes Modul kommen. Ja, ein Name-Feld als erster Bezeichner für den Datensatz sollte man verwenden, und wenn Datensätze von verschiedenen Tabellen miteinander in Beziehung stehen, sollte man halt Fremdschlüssel, sogenannte Foreign Keys, verwenden. Man kann auf das alles verzichten, kein Problem, nur muss man dann halt ein bisschen mehr Code schreiben. Ja, es wird einiges automatisch generiert vom Framework, zum Beispiel PHP-Dateien, die man wahlweise entweder für die Admin-User oder für die normalen User oder beides generieren kann. Die Templates werden automatisch generiert, aber natürlich gilt beides nur für die sogenannten Standard-Aktionen, wie das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Datensätzen in der Datenbank.
wenn ich irgendetwas anderes darüber hinausgehende Logik implementieren will, muss ich das natürlich nach wie vor selber machen, weil das Framework kann ja nicht wissen, was ich sonst noch tun will. Ja, es gibt viele Module, der ist schon dabei. Das Wichtigste ist wahrscheinlich das Web-App-Modul, das eben die ganze Funktionalität für Web-Apps zur Verfügung stellt. Dann der Template-Base ist ein Modul, der eben aus diesen HTML-Templates dann gemeinsam mit dem PHP-Code die endgültige HTML-Ausgabe generiert. Die Benutzerverwaltung. Ja, ich habe diverse jQuery-Plugins als Modul realisiert, was den Vorteil hat, wenn ich jetzt ein jQuery-Plugin zum Beispiel finden würde, dass die entsprechende Funktionalität besser ausfüllt als das derzeit verwendete, kann ich einfach das Plugin in dem Modul ersetzen und brauche meinen PHP und Code und die Templates nicht verändern. Ja, und ein paar experimentelle Module habe ich gemacht, ein Typo3-Modul, mit dem man mit möglichst wenig Aufwand eine bestehende PHP-Booster-Applikation als Typo3 Frontend oder Backend Extension umwandeln kann. Ja, und dann habe ich auch experimentiert mit einem Facebook-Modul, dass man Facebook-Applikationen schreiben kann, beziehungsweise eine bestehende Applikation mit relativ wenig Aufwand in eine Facebook-App umwandeln kann. Ja, an die Mehrsprachigkeit ist auch gedacht. Ich kann Templates in verschiedenen Sprachen machen. Also wenn ich jetzt ein englisches Template habe oder englische Templates, kopiere ich die einfach auf Templates mit einer entsprechenden Dateiendung, die dem Sprachcode entspricht. Also wenn ich jetzt den für die deutsche Sprache übersetzen will, kopiere ich einfach das Template test.tpl auf die Datei test.tpl.de und wenn im Framework dann halt global eingestellt ist, dass jetzt Deutsch die Sprache ist, dann sucht er zuerst einmal nach der Datei und verwendet die. Und wenn er sie nicht findet, nimmt er halt die test.tpl. Ja, und für Texte, die im PHP-Code generiert werden, gibt es eine Übersetzungsdatei, die lang.sprachcode heißen soll, also zum Beispiel lang.de, und da drin befindet sich einfach ein Array mit den Übersetzungen. Ja, aber jetzt genug der Theorie. Schauen wir uns einmal ein bisschen was praktisch an. Groß genug? Soll ich ein Stück größer machen? Passt, okay. Gut, also als erstes lege ich mal in meinen Webspace. Ja, was will ich jetzt programmieren? Ich habe für diese Linux-Wochen eine sogenannte Call-for-Paper-Applikation programmiert, wo die Vortragenden ihre Vorträge einreichen können, indem sie einfach ja, für jedes Paper, das sie einreichen, also einen Datensatz speichern. Und die will ich jetzt da mal nachprogrammieren. Ja, ich mache da mal ein neues Verzeichnis. Hier CFP. Geht da hinein. Ja. Dann lädt man von SourceForge einfach das TGZ-File herunter mit dem Framework. Ich habe das vorher schon gemacht, damit wir nicht vielleicht irgendwelche Probleme mit der Internetverbindung haben. So, kopiere das daher und entpacke es. Löschen das TGZ. Das, was ich dann auch noch machen muss, zumindest für die Installation, sollte der Webserver-User vollen Schreibzugriff auf das Verzeichnis kriegen. Mache ich einfach, indem ich ihn jetzt zum Besitzer Verzeichnis. Besitzer dieses Verzeichnisses mache. So, was ich als nächstes machen muss, ist eine Datenbank. So,
Ich habe da einen PHP MyAdmin laufen. Das geht rüber. So, ich lege mir einen neuen Benutzer an. Neuen Benutzer hinzufügen. Einen FB. Localhost, lass mir ein Passwort generieren oder speichere in der Zwischenablage und sage, erstelle eine Datenbank mit gleichem Namen. Wer es nicht kennt, dieses PHP MyAdmin, das gehört nicht zum Framework dazu. Das ist einfach eine Web-Applikation für die Verwaltung von MySQL. So, erzeuge den Benutzer, Benutzer wird eingefügt. Und jetzt kann ich eigentlich schon auf meinen Webspace draufgehen. Host.cfp. Komme gleich direkt in einen Installer hinein. Einen Site-Name auswählen, Linux. Ein Admin-Passwort festlegen, mit dem ich dann einloggen kann. E-Mail, das ist dann die E-Mail, mit der Mails weggeschickt werden. Language habe ich dabei dann nur Englisch. Ja, dann kann ich auswählen, ob sich Benutzer selbst einen Account registrieren können sollen. Und ob sie dann eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, die sie dann wieder mit einem Link bestätigen müssen. In der Datenbank gibt es vorerst nur MySQL. Und ja, hier kann ich eine Startpage auswählen. Was bedeutet das? Wenn jemand auf den Webspace hingeht, kommt er zum Login. Und hier kann ich auswählen, ob das der Login für Admin-User oder für normale User sein soll. Ja. Ich wähle jetzt einmal User-Login aus. Dann fragt er nach der Datenbankverbindung. Einfach die CFP gewesen. Der Datenbank-User heißt genauso. Passwort haben wir hoffentlich noch in der Zwischenablage. Dann fragt er mich noch, wie er Mails verschicken soll. Das kann er über die eingebaute PHP-Funktion machen oder über Sendmail oder über SMTP. Ich lasse das jetzt einmal so stehen. So. Dauert es ein bisschen und dann steht Success. Wenn Success da steht, ist es immer ein gutes Zeichen. Im Prinzip ist die Installation damit abgeschlossen und wir können jetzt zur Startpage gehen. Erinnern wir uns, ich habe ausgewählt, dass man gleich nicht zur Admin-Login-Seite, sondern zur User-Login-Seite kommt. Wir wollen jetzt aber in unseren Admin-Bereich. Ich habe da bewusst keinen Link zum Admin-Bereich, um jetzt den Benutzer nicht auf die Nase zu binden, dass es da jetzt noch einen Admin-Login gibt. Deswegen muss ich da einfach die URL da bearbeiten. Ich kann dann natürlich das Template bearbeiten und dann einen Link dazu machen, wenn ich will. Aber jetzt gehe ich mal händisch zu diesem Login-Admin-User. Schaut im Prinzip genauso aus. Da kann ich jetzt mit meinem Passwort, das ich bei der Installation angegeben habe, einloggen. Wenn ich mich nicht vertippt habe, bin ich da schon mal auf der Admin-Oberfläche drin. Ja, da können wir mal schauen, was es da gibt. Personal Settings. Ich will mein Passwort ändern. Ja, hier Benutzeradministration. Kann ich zusätzliche Admin-User anlegen oder die jetzigen bearbeiten oder löschen. Ja, genauso wie für den normalen User. Kann ich hier noch, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, verschiedene Rechte noch zusätzlich definieren. Ja. Hier habe ich eine Warnung stehen, Abfall Creation is enabled. Ich habe gesagt, dass einiges automatisch generiert wird und hier schreibt er die Warnung hin, dass das momentan enabled ist, denn das sollte dann, wenn das Ganze im Produktivbetrieb geht, nicht mehr aktiviert sein, denn wenn man die PHP-Files neu generiert, werden die halt einfach überschrieben. Und wenn ich dann später schon mal die ganzen PHP-Files und Templates bearbeitet habe und angepasst habe,
wäre meine Arbeit weg. Ja, wie funktioniert dieses Enable? Da habe ich dieses File Enable Makefiles oder MKFiles. Wenn das da ist, dann ist die Funktion enabled. So, diese, wenn ich jetzt noch einmal in ls-l eingebe, sehe ich, dass jetzt diese Datei, die da vorher gewesen ist, weg ist. Das ist Enable Installer. Also ich kann auch den Installer jetzt nicht noch versehentlich nochmal aufrufen, um irgendwas kaputt zu machen. Ich kann aber jederzeit diese Datei einfach wieder kreieren, die 0 Bytes groß sein, und dann kann ich den Installer wieder aufrufen. Ja, wenn wir schon da drin sind, schauen wir uns vielleicht die Struktur an, die da erstellt worden ist. Ich meine, es gibt einmal eine Index.php, die einmal im Prinzip jetzt umleitet zum Login vom User. Dann haben wir eine lang.de, da haben wir vorher in den Folien auch davon gehört. Einfach die Übersetzungsdatei auf Deutsch. Da ist noch nicht viel drin, aber im Prinzip ist da eine Array drin, wo die ganzen Übersetzungen drinstehen. Ja, dann gibt es das Lib-Verzeichnis, da ist im Prinzip das ganze Framework drin. Dann ein Local-Verzeichnis, wo lokale Konfigurationen drin sind. Noch eine Key-PHP mit einem Secret Key, mit dem Passwörter in der Datenbank verschlüsselt werden, die man dann im Produktivbetrieb vielleicht auch woanders hinlegen sollte. Ja, und dann gibt es noch System-Templates, und das TPL-Verzeichnis ist dort, wo meine Templates hineinkommen. Man kann auch mit einer Framework-Installation mehrere Webseiten, mehrere Web-Applikationen betreiben, indem man einfach dieses Lib-Verzeichnis und dieses SysTypl-Verzeichnis einfach reinlinkt. Ähnlich, wer sich ein bisschen auskennt, vielleicht mit Typo 3, da funktioniert es genauso. Da kann man mit einer Typo 3-Installation mehrere Webseiten betreiben. Okay, gehen wir wieder zurück zu unserer Seite. So, was kommt da jetzt, wenn ich auf create-up-files komme? Zuerst bietet er uns an und fragt uns, ob wir für den Admin-User oder für den normalen User Files kreieren sollen. Und dann kann man da Tables auswählen. Da gibt es ja nichts zum Auswählen. Das ist jetzt nicht sehr überraschend, denn wir haben eigentlich noch gar keine Tabellen gemacht für unsere Applikation. Also wir müssen zuerst einmal diese Tabellen haben. Und die werde ich jetzt einmal anlegen, damit es ein bisschen flotter geht, weil ich habe heute nur eine Dreiviertelstunde Zeit, habe ich mir dafür ein Skript gemacht. Warte, ich gehe einmal zu der Datenbank. Ja, hier kann man übrigens sehen, wie geht das jetzt, der CFB. Das sind die Tabellen, die schon mal vom Framework vor fertig sind. Ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Aber die meisten sind eh selbstsprechend, wie User, Admin-User etc. So, also schauen, wo ich mein Skript habe. Ich habe da jetzt ein Skript, das mir zwei Tabellen kreiert. Ich paste das jetzt einfach so mal rein und führe es aus. Ja, wenn ich da jetzt reloade, sehe ich, dass da zwei Tabellen dazugekommen sind. Die eine heißt Paper. Ja. Da habe ich einfach eine Struktur für die Abspeicherung der Papers gemacht. Ein ID-Feld als Primärschlüssel, dann einen Verweis auf den User, dem das Paper gehört, dann Titel, Kurzfassung, Beschreibung, ist klar. Und dann habe ich eine Dauer, die der Benutzer auswählen kann, das habe ich als Enumeration, als Enum-Feld ausgewählt, sodass man hier 45 Minuten oder 25 Minuten eintragen kann, und der Tag zum Auswählen, ebenfalls mit einem Enum-Feld, Freitag, Samstag oder egal. In der Beziehungsübersicht sehe ich, dass da ein Fremdschlüssel, ein Foreign Key auf den User gesetzt ist. Das zweite Dokument, ich möchte dann auch noch was die vortragenden Dokumente uploaden können.
Dafür habe ich auch eine Table gemacht, wieder eine Primary Key-Spalte, dann einen Namen, eine Beschreibung, dann einen Dateinamen und einen Verweis auf die entsprechende Paper in der Paper-Tabelle, dass ich wieder einen Foreign Key gesetzt habe. So, okay, gehen wir wieder zu unserer App und reloaden das mal. Siehe da, da fragt er uns schon, für welche dieser beiden Tabellen, die es jetzt neu gibt, wir die Files generieren wollen. So, ich sage jetzt mal für Paper. Dann gibt es ja noch zwei so interessante Felder, die heißen Supertable und Subtable. Was heißt das? Das gibt an, in welcher Beziehung zwei Tabellen vielleicht miteinander stehen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung, dass jeder Datensatz aus der Tabelle Dokument zu genau einem Datensatz aus der Tabelle Paper gehört, wie sie hier ist, jedes Dokument gehört genau zu einem Paper, dann ist das Dokument eben eine Subtable von diesem Paper. Und das muss ich ihm hier angeben, damit er entsprechend die entsprechenden Sachen in den PHP-Dateien generiert. So, ich sage Apply. All the files have created. Und wer genau geschaut hat, hier links ist in diesem Applikationsmenü schon ein neuer Menüpunkt erschienen. Wenn ich da zurückgehe, kann ich jetzt auch noch für das Dokument die Files erstellen. Und hier ist es umgekehrt, das Dokument ist die Subtable vom Paper, also hat es das Paper als Supertable, also als übergeordnete Tabelle. Ja. Ich lege das wieder an, hat wieder funktioniert. Jetzt sehen wir, dass da aber kein Menüpunkt erschienen ist. Warum das ist, werden wir gleich sehen. Mal drauf auf Paper. Was haben wir da? Wir haben noch keine Papers, das ist wenig überraschend, denn wir haben noch nichts angelegt. Aber wir haben da einen Link New Paper, den wir draufklicken und haben da schon ein Formular bekommen, das wir aber eigentlich gar nicht selbst erstellt haben. Das hat uns das Framework erstellt. Hier kann ich einen Titel, eine Kurzfassung ausfüllen. Ja, dieses Skript hat erkannt, dass das ein Textfeld ist, die Beschreibung, und geht davon aus, da will man vielleicht mehr Text reinspeichern als nur eine Zeile, und hat da gleich eine Textarea gemacht, also ein größeres Textfeld. Im Prinzip steht das alles in einem Template und das kann man nachträglich anpassen. Wir werden uns das Template gleich anschauen. Ja, und es hat auch erkannt, dass das Enum-Felder sind in der Datenbank und hat uns da gleich automatisch solche Dropdowns gemacht, damit wir das auswählen. Oben ist der User zum Auswählen, da gibt es jetzt nichts zum Auswählen. Warum? Das ist auch wenig überraschend, es gibt noch gar keine User in unserer Web-App. Das heißt, wir gehen gleich einmal her und legen so einen neuen User an. Ich sage New User. Ich nenne das jetzt mal ganz fantasielos, User 1. Passwort. Und der User ist da, dann lege ich vielleicht einen zweiten User an. Ja. Hier kann ich dann diese Benutzer wieder löschen oder editieren. Wenn ich auf Edit klicke, sieht man, ja, das ist ein bisschen Optimierungsbedarf für das Layout. Aber im Prinzip sehe ich, ich kann da einzelne Benutzer auch Privilegien zuordnen und wieder wegnehmen. Und hier noch ein zusätzliches Feld, ich kann hier Benutzer auch deaktivieren und wieder aktivieren. So, aber gehen wir zurück zu unserer Paper-Applikation. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir da schon die beiden User zur Auswahl, die ich angelegt habe. Ja, jetzt kann ich Titel für mein Paper auswählen. Einstellen. Ein Vortrag. Ich sage, es dauert 45 Minuten und ich will am Samstag vortragen. So.
wir sind jetzt immer noch im Admin-Bereich, nicht im User-Bereich. Vielleicht geht sich das heute noch aus, dass man sich den User-Bereich auch noch anschauen. Also das ist jetzt nicht etwas, was der User selbst anlegt, sondern ich bin jetzt immer noch Admin und lege quasi für den User diese Datensätze an. Ja, und dann habe ich ihn schon da in der Liste, Vortrag, wo im Prinzip alle diese Informationen drinstehen. So, jetzt Zeit, dass wir uns einmal anschauen, wie die Sachen, die da automatisch generiert worden sind, eigentlich ausschauen auf Source-Code-Ebene. Sieht, da sind zwei neue Dateien erschienen, Dokument-BHB und Paper-BHB. Schauen wir uns die Paper-BHB einmal an. Die ist jetzt gar nicht so lang, wie man gemeint hätte. Schauen wir uns einmal diese einzelnen Zeilen an. Zuerst include ich einmal das Framework, damit einmal das Framework benutzt wird mit einer einzigen Zeile. Und hier passiert das, was ich schon vorher bei den Folien gesagt habe. Ich leite einfach eine neue Klasse ab von einer existierenden Klasse und die heißt Booster User System Web App Admin. Viel bedeutet, wie es ist eine Web App für Admin User. Ja. Und dann definiere ich ein paar Objektvariablen, der Klassenvariablen. Ein paar sind auskommentiert. Ja, warum ist das? Das sind häufig benutzte Variablen, die man oft braucht, damit man schnell da das einkommentieren kann und sich Arbeit beim Schreiben erspart, also dass man das nicht selbst hinschreiben muss. Im Prinzip diese Variable Fields gibt an, welche Felder hier in dieser Liste angezeigt werden sollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will nur den Titel, Kurzfassung und den Tag haben, dann kommentiere ich dieses Feld ein. Ich sage hier, Fassung, Tag, das muss jetzt hier genauso heißen, wie die Felder in der Datenbank heißen. Ah, speichere das ab, reloade das und sehe da, ich habe jetzt in der Liste nur mehr den Titel, die Kurzfassung und den Tag stehen. Und dann kann ich ja diese Überschriften kann ich dann auch noch umsetzen mit dieser Header-Variable. Ja, dann hat er einen Foreign Key erkannt. Hat es dann gleich hergeschrieben, nämlich dass auf User ein Foreign Key auf die Tabelle User ist und dass er das Username-Feld anzeigen soll. Da muss ich dem Framework aussagen, damit es gewisse Sachen automatisch macht. Ja, dann gibt es da eine Variable Checkbox-Field. Wozu brauche ich das? Es ist halt leider seit Anfang an so, dass Webbrowser, wenn sie ein Formular wegschicken, in dem Checkboxen drin sind, leider keine Postvariable für eine ungecheckte Checkbox wegschicken. Das heißt, warum das so ist, habe ich nicht verstanden, aber es ist so. Und das Framework kann nicht wissen, ob in einem Formular eine ungecheckte Checkbox drin war, weil es ja keine Postvariable bekommt. Deswegen kann ich mir sagen, ja, welche Checkbox-Felder gibt es und wenn die entsprechende Postvariable nicht geschickt wird, weiß es, da ist ein ungecheckte Checkbox gewesen. Ja, und dann sage ich ihm auch noch, welche Felder in der Datenbank null sein dürfen. Auch das ist automatisch erkannt worden, die Beschreibung. Ja, es ist im Prinzip schon die ganze Klasse, die all das anlegen, löschen und bearbeiten von den Papers macht, dann instanziere ich diese Klasse, indem ich einfach sage New App. Ja, App, das ist so, wie ich die Klasse genannt habe oder wie der Generator diese Klasse genannt habe und übergibt als Parameter den Namen der Datenbanktabelle, die bearbeitet werden soll. Ja, dann wir haben eine Subtabelle ausgewählt, das muss ich dem Framework da auch noch mit Set Sub nehmen. Welche Tabelle steht damit in Verbindung. Ja, dann wird noch geschaut, ob ein authentifizierter User eingeloggt ist. In dem Fall muss es ein Admin-User sein. Das wird einfach darin erkannt, dass es hier eine Klasse ist, die von WebApp-Admin abstammt. Wenn hier WebApp-User stehen würde, dann müsste ein User
eingeloggt sein, also kein Admin-User. Und wenn das nicht der Fall ist, schickt einen diese Out-User-Funktion zum Login-Fenster zurück. Ja, und dann wird einfach die RAN-Methode aufgerufen, dass die Applikation einfach rennt, ja, verläuft. Und das ist jetzt eine Kurzschreibung hier, dass einfach die Klasse aufgerufen wird. Ja, schauen wir uns vielleicht noch die Templates an. Ja, hier für Paper sind drei Templates erstellt worden. Das eine ist das Default-Template, das macht einfach die Ausgabe von dieser Liste. Und dann das Paper-Edit und Paper-New, da sind einfach die Formulare drin für die Neuerstellung oder die Bearbeitung von Papers. Schauen wir uns eins vielleicht davon an. Paper-New, im Prinzip sind da so Platzhalter drin, die dann vom Template-Parser ersetzt werden. Im Prinzip wird hier ein Formular gestartet, ja, dann werden hier Textfelder angezeigt für Titel und Kurzfassung, eine Text-Area für die Beschreibung, ja, und ein Select für diese beiden Selects, die da drin sind, für die Dauer und den Tag. Ja, und hier sehen wir auch, wie man Platzhalter verwendet, die in der Applikation gesetzt werden. Also ich kann eine Variable setzen im RP-Code, die dann hier einfach entsprechend ersetzt wird, wenn ich so eine gezwungene Klammer Prozent angebe. Wenn wir noch Zeit haben, werden wir schauen, dass wir da selber was programmieren. So, jetzt mal zurück zur Frage, warum gibt es da für Dokumente keinen Menüpunkt? Wenn ich jetzt diese erstellte Paper bearbeite, ja, dann habe ich unten dran jetzt einen Bereich, wo ich Dokumente angeben kann, die genau diesem Paper zugeordnet sind. Ja. Also ich habe beim Anlegen der Files angegeben, dass dieses Dokument eine Subtable vom Paper ist und entsprechend wird das hier auch berücksichtigt, indem hier unten die Dokumente zu verwalten sind, die genau diesem Paper zuzuordnen sind. Ja, das kann ich neu anlegen, Name, Beschreibung und Dateiname angeben. Ja, dass ich Dateiname da angeben kann als Textfeld, ist jetzt nicht so gut, denn ich will ja eigentlich Dateien uploaden. Aber das konnte natürlich der Generator von den Seiten nicht wissen, dass da was abgeloadet werden soll. Das heißt, ich muss jetzt in den Template-Code einmal eingreifen und arbeite jetzt mal das Dokument New Template und sage einfach, dass diese Datei ein File sein soll. Ja. Jetzt also dieses B-Text durch B-File. Reloade mal die Seite und siehe da, abgesehen davon, dass das da nicht so schön ist, weil das da rausschaut, haben wir einen Upload-Button. Das reicht jetzt noch nicht, dass wir was uploaden können, indem wir einfach das Template bearbeiten. Wir müssen auch dem Code sagen, dass da was abgeloadet werden soll. Ja, gehen wir mal rein in die ERP-Datei, die uns generiert worden ist fürs Dokument. Wir sehen da als Unterschied zum vorigen File, dass wir da statt setSubName ein setSuperName haben. Also wir sagen im Prinzip, dass es hier eine übergeordnete Tabelle gibt. Ja, was ich jetzt machen muss, ist da eine von den vorher in den Folien erwähnten Hook-Functions zu schreiben, indem ich hier einfach die Klasse erweitere, eine Funktion, so, etwa Deep habe ich da meine Schummelzettel, for-add. Das ist die Funktion, die automatisch von der Web-Applikation aufgerufen wird, unmittelbar bevor ein Datensatz in die Datenbank eingefügt worden wird. So, dem werden zwei Parameter übergeben, Data und OB. Das ist im Prinzip
Array, dieses Data, wo alle Daten drinstehen, die mir vom Formular übergeben worden sind. Und in OBI ist ein Datenobjekt drin, das im nächsten Schritt in die Datenbank eingefügt wird und das ich hier manipulieren kann. Und das mache ich da, indem ich jetzt sage, ich sage einfach, dass ich in diesem Objekt das Dateifeld umsetze. Da könnte ich jetzt statisch etwas hineinschreiben, ja, zum Beispiel Hello World. Dann würde er einfach in dieses Datenbankfeld Datei nach dem Einfügen den Text Hello World hineinschreiben. Ja, hier macht es aber keinen Sinn, hier möchte ich ein bisschen was Komplizierteres machen. Ich sage einfach, dass ich hier uploaded file. Ja, wer noch nicht objektorientiert programmiert hat, wird jetzt vielleicht zu diesem TIS ein bisschen verwirrt sein. TIS ist in der objektorientierten Programmierung, zumindest in PHP, immer ein Verweis auf das aktuelle Objekt. Also zum Beispiel, wenn ich da unten jetzt stehen habe, die Funktion OutUser von dem App-Objekt ausführe, könnte ich stattdessen innerhalb der Klasse aufrufen, TIS OutUser, ja, hätte denselben Effekt. Ja, quasi der Zeig auf das eigene Objekt. Ja, und dem muss ich jetzt übergeben, wie das Formularfeld geheißen hat, von der abgeloadeten Datei und noch in welches Verzeichnis abgeloadet werden soll. Da. Verzeichnis natürlich auch noch anlegen. Ja. Oats. Natürlich brauche ich jetzt, dass der Datenbank, der Webserver-User da Zugriffe drauf hat. Ja. Wenn man dann eine Applikation im Produktivbetrieb hat, wird man sich vielleicht was Vernünftigeres überlegen mit den Rechten, als dass man einfach dem User von der Webserver alle Rechte gibt, aber für hier genügt das jetzt. So, und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, eins habe ich noch vergessen, wer schon mal Web-Applikationen programmiert hat, weiß, wenn man was uploadet, muss man dem Formular einen Enctype mitgeben, das Multipart-Form-Data. Das passiert da einfach, indem wir ein bisschen ein anderes Tag verwenden hier. Das ist Form-Start, Form-Start eben. Aber diese Tags kann man dann in der Dokumentation nachschauen. So, load ich mal dieses Feld. Und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, kann ich da etwas uploaden. Okay. Schaut gut aus, da unten ist jetzt ein Dokument entstanden. Wenn man sieht, der Dateiname hat sich geändert. Warum macht das Sinn? Ja, wenn zum Beispiel mehrere Vortragenden eine folien.odb uploaden würden und ja, der zweite, der diese Datei uploaden würde, würde natürlich die Datei vom ersten überschreiben. Deswegen wird hier einfach der Dateiname durch einen eindeutigen Dateinamen ersetzt. Man kann das aber auch mit einem Parameter abstellen. Ja, schauen wir mal auf die Verzeichnis. Nein, ja, da ist die Datei erschienen. Ich wollte jetzt eigentlich noch was mit den User vorzeigen, aber um 3:15 beginnt bereits der nächste Vortrag. Da komme ich da jetzt zu einem Abschluss, damit da nicht so, wie es schon oft passiert ist, mit jedem Vortrag immer mehr Verspätung aufreißen. Ja, ich habe
jetzt leider nur wenig vorzeigen können in der mir zur Verfügung stehenden Zeit, aber ich glaube, man hat ungefähr einen Eindruck bekommen, was dieses Framework ist und wie man damit programmiert. Und ja, wer sich dafür interessiert, kann sich dann nähere Infos auf der Webseite anschauen. Ja, da haben wir auch eine Dokumentation und ein kleines Tutorial. Ja, dann wir haben vielleicht noch 2 Minuten Zeit oder eine für Fragen, für eine Frage. Falls jemand, ja. Nein, das ist was selber gebaut ist, ja. Man kann aber, wenn man will, man sagt, ich habe viel Erfahrung mit dieser Template Engine, ein eigenes Modul programmieren, ja, und dieses verwenden dann. Ne. Ja, wenn ich jetzt da ins Verzeichnis lib Modules reingehe, sehe ich, da sind die ganzen Module drin. Im Prinzip brauche ich, um ein neues Modul zu machen, da nur ein Verzeichnis anlegen. Und ja, wenn ich jetzt das Web ein Verzeichnis machen und da im Prinzip eine Main PHP reingeben, wo die eingebunden wird, das Modul, dann im Prinzip nur diese eine Zeile ist, ja, und das sagt dann nur, dass es andere Module benötigt auch noch. Ja, und dann die Logik programmiert man dann einfach in eine Datei, die eben so heißt, wie das Verzeichnis, wie das Modul heißt, mit inkl.php hinten dran. So, ja, wie gesagt, die Zeit ist um, der nächste Vortragende ist an der Reihe. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.